Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute sind die Liga NOS Squad Foundation Spieler erschienen, davon insgesamt 5 Stück und eine davon als Spieler SBC, Simon Banzer. Wir schauen uns den Franzosen mal im Detail an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 65.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. 88 bewertet, wollen wir uns erstmal noch die anderen Liga-NOS-Spiele anschauen, die ihr komplett kostenfrei euch erspielen könnt. Die findet ihr unter Ziele und geht dann auf Meilensteine, wenn es denn jetzt hier ein bisschen lädt. Und hier finden wir unten, zum einen haben wir Uribe, der sieht mal richtig insane aus, 86 bewertet und guckt euch diese Hullet-Stats an. Wirklich sehr, sehr interessant und das komplett for free. Dafür müssen wir nicht viel tun, sind zwar ein paar Spiele, wir bekommen sogar noch ein paar Packs mit dabei. Nimmt man gerne mit. Ich denke, für die Grinder oder auch gerade, wer ein RTG-Team hat, 0 Euro, das nimmt man gerne mit. Natürlich muss man dafür ein bisschen Zeit opfern. Ansonsten haben wir hier noch Rafa, auch sehr interessant. Ist jetzt ein Kontrahent, auf jeden Fall zu Corona. Ansonsten, was haben wir hier noch? Gonzalo Incayo, den können wir uns mal anschauen. Ja, 84 bewerteter IV mit ordentlich Pace. Nimmt man doch auch gerne mit, for free. Und ich glaube, eine Karte war hier auch noch Linksverteidiger. Oh, sehr interessant. Also könnt ihr euch entscheiden, die mitzunehmen. Ist natürlich euch überlassen, ob ihr die Zeit dafür aufopfern möchtet. Ich werde es auf jeden Fall machen, genauso wie bei den Eredivisie-Spielern mache ich das bei mir auf der PlayStation. Ja, auf jeden Fall nehme ich die mit. Okay, dann würde ich sagen, kurz noch zu Simon Banzer, 88 bewertet mit 4 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß. Sie hat ein Upgrade von bei beiden plus 2 Sternen bekommen. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Upgrade. Ich glaube, seine normale Silberspielerkarte ist 72 bewertet. Ja, das ist ein ordentliches Upgrade. 1,89 ist er groß, mit den guten Arbeitsraten, meiner Meinung nach, als reiner Stürmer. Hoch, gering, das finde ich sehr, sehr gut. Haben auch die meisten, ja, ich sag mal, Mbappé hat das, glaube ich, auch. Und Kopfballpräzision hat er 97. Was fällt mir sonst noch auf? Ja, super Schusswerte mit einem sehr, sehr guten Stellungsspiel. 94, Abschluss 92. Auch das Tempo. Ja, wer es noch ein bisschen spritziger mag, der gibt ihn natürlich Hunter. Ich würde aber erstmal vielleicht auf Basic probieren und dann würde ich ihm vielleicht erstmal Engine geben. Denn ich denke, da hat er seinen meisten oder sein größten Defizit bei der Balance und der Beweglichkeit. Da kann man noch ein bisschen mehr helfen. Fördert natürlich auch noch den Passspiel, das er nicht unbedingt nötig hat, aber kann man trotzdem mal ausprobieren. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die SBCs an. 2 an der Zahl haben wir und wir bekommen sogar kleinere Packs zurück. Einmal ein Pack im Wert von 8.000 Coins und ein Pack im Wert von 10.000 Coins. Das Gute ist sogar, sind tradable, man soll es nicht schön rechnen, aber die nimmt man gerne obendrauf gerne mit. Okay, Liga Portugal und das sind die Bedingungen. Liga Portugal braucht man genau einen Spieler Team of the Week, mindestens ein Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt genau 60 Tage Zeit, diese SBC nach Release abzuschließen. Also, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Zeit dafür. Packt eure Tradable oder Untrades, auf jeden Fall besser wäre es natürlich, die Untrades aus dem Verein herauszunehmen und die möglichst nah an dieser SBC-Lösung hier zu verbauen und dann spart ihr euch nochmal ein paar Coins. Okay, ich würde sagen, legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür ca. 21.000 Coins zum aktuellen Zeitpunkt. Jetzt schauen wir uns die zweite SBC an, Topform.
wenn er uns denn hier reinlässt. Ja, lädt ein bisschen. Team of the Week braucht man mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich auch hier ebenfalls 11 Spieler. Und auch hier wollen wir einmal gemeinsam durchgehen und dann haben wir es auch schon geschafft. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür nochmal circa 44.000 Coins. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ja mit dem kurzen Einblick und der Lösung weiterhelfen. Und wenn ich das getan habe, würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Vielleicht habt ihr schon Feedback zu der Karte, habt ihn schon gespielt. Lasst es mich gerne wissen, wie er sich spielen lässt. Ansonsten ja, freue ich mich da über jeden positiven oder ja einfach jeden Kommentar. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren und ihr würdet dann auch in der Zukunft natürlich kein Video mehr von mir verpassen. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.